Ja, genau. Also ich bin jetzt beim Demontage- und Recyclingzentrum im 14. Bezirk in Wien und spreche mit der Frau Katharina Lenz über den Betrieb und über die Arbeit hier. Und Sie haben vorher gerade gesagt, dass wir sind jetzt am Nachmittag hier um 2 Uhr und dass es da etwas leiser ist, dass es über Tags, also am Vormittag, viel lauter ist, weil mehr Leute hier arbeiten. Wie ist denn das für Sie zum Arbeiten hier? Arbeiten Sie hier in dem Ich Büro? arbeite Ja. hier, ich Also, arbeite im vorderen Büro, wo es aha. wesentlich lauter noch Ah ist, weil die ja. Tür immer offen stehen muss, Ja. wegen der Kommunikation zwischen dem Kollegen an der Waage und den Kollegen vom Stapler. Ah ja. Aber in der gesamten Demontagewerkstatt, die nimmt das gesamte Erdgeschoss unseres Gebäudes ein, Ja. haben wir insgesamt circa 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ja. Die teilen sich aber auf in verschiedene Gruppen, Ja. die das AMS einteilt. Ah Also da haben ja. wir keinen Einfluss drauf. Wir bekommen zugewiesen vom Aha, AMS aha. Menschen, die bei uns dann 6 Monate Vollzeit arbeiten. Aha. Und da ist der Sinn der Sache eine Vermittlung. Ah Also dass ja. wir möglichst viele von denen auf den ersten Arbeitsmarkt, auf den regulären Arbeitsmarkt vermitteln. Okay. Und dann gibt es eine andere Gruppe, das sind zahlenmäßig mehr, die Aha. nennen sich Trainees. Trainees, Und aha. das ist theoretisch freiwillig. Und da geht es mehr darum, für Menschen, die noch länger weg sind vom Arbeitsmarkt und noch mehr soziale Einschränkungen haben, um zu einem Job zu kommen, überhaupt wieder ans Arbeitsleben heranzuführen. Ah ja. Deswegen Arbeitstraining. Ja. Und die haben nur 15 Wochenstunden. Aha. Und da haben wir eben eine Vormittagstraineeschicht und eine Ah Nachmittagsschicht. Und ja, nachmittags okay. sind einfach weniger. Ja. Daher ist es am Nachmittag etwas leiser. Da haben Sie dann, wir haben da eh kurz gesprochen, aber Sie haben da Leute, die Sie betreuen, diese Leute, diese Trainees auch und dann vor allem die anderen Angestellten sozusagen vom AMS, denen zugewiesen werden, dass die weiter in der Metallverarbeitung oder in anderen, was sind Das, denn das für also wir bekommen Betriebe? Leute, die haben Bäcker gelernt, Konditor gelernt, Maler und Anstreicher, Elektriker. Vom Bau kommen viele und es kommen auch sehr viele ohne irgendeine formale abgeschlossene Abschluss, aha, Ausbildung. ah ja. Und hier in dieser Abteilung ist es Aha. so, das Demontage- und Recyclingzentrum hat insgesamt 3 Abteilungen und also mit den Stockwerken steigt die Anforderung, so kann man grob Ah sagen. ja. Im ersten Stock wird Design gefertigt aus Teilen von Elektroschrott. Ja. Da braucht es schon also sehr viel Fingerfertigkeit und Materialkenntnis und Geduld. Und dann im zweiten Stock werden Geräte, die eigentlich noch gut sind, Ah ja. geprüft und hergerichtet und verkauft. Und da braucht man wirklich schon elektrotechnische Kenntnisse, weil wir geben 1 Jahr Gewährleistung auf die Geräte, die wir wiederverkaufen. Und das können wir nicht machen, wenn das Bastlerinnen Ja, sind, die das ja. ein bisschen können und ein bisschen nicht. Also das geht nicht. Das müssen Leute sein, die wirklich nach etwas Einschulung auf bestimmte Geräte das zuverlässig reparieren können. Und in der Demontage haben wir eben einen größeren Anteil an ungelernten Leuten oder vor allem Menschen, die schon etwas älter sind, deren Ausbildung lange zurückliegt und wo es manche Berufe gar nicht mehr gibt oder sie sind nicht mehr gefragt. Das heißt, die Was sind. sind das für Berufe, die es nicht mehr gibt? Fällt Ihnen da vielleicht Ja, ein? klar, zum Beispiel im Druckbereich. Also Druck und Grafik hat sich so dermaßen massiv Ja, verändert. Also ja. wenn da jemand jetzt, sagen wir, über 60 ist, Ja. dann hat diese Person gelernt oder vielleicht auch geleitet Ja. unter Umständen, die völlig anders sind. Ja. Also mit Maschinen, die es nicht mehr gibt, mit Techniken, Technologien und also eben alles von der Ja. Gestaltung bis hin zum Druck, die völlig anders ablaufen, Ja. als das heute ist. Ja. Und da ist es bitter, den Leuten manchmal zu vermitteln, ja, das wird nicht mehr Das, gehen. ja, Das gibt es da einfach nicht gibt's mehr. nicht mehr, Und dann muss man eben gemeinsam mit den Kolleginnen aus der Sozialarbeit versuchen, Aha. eine neue Perspektive zu entwickeln. Nicht aufs Auge drücken, weil das nutzt ja nichts. Wenn jemand nicht wirklich sich etwas zutraut oder etwas nicht wirklich will, dann wird er oder sie das auch nicht machen. Dann hat es keinen Sinn, wenn wir versuchen, jemanden in eine Firma reinzuschieben. Ja. Das wird nicht passen. Das Also da gibt heißt, es so eine Betreuung genau. rundherum, wo man dann, weiß ich nicht, so ein Coaching oder wo man spricht mit den Leuten, was Genau. sie sich
also vorstellen können oder ja. Also das beginnt schon beim Bewerbertag. Aha. Wir bekommen zwischen jetzt Corona-bedingt 10 Leuten und wenn nicht Corona ist 80 Leute. Ja. Also das jede Woche. Im abwechselnden Rhythmus, also für Transitarbeitskräfte, das sind die, die dann Vollzeit machen, wenn sie bei uns anfangen, für 6 Monate. Und in der nächsten Woche sind es dann die Trainees. Ah, ja. Und dann wieder Teilnehmer und so weiter. Das geht halt so im Wochenrhythmus. Und da bekommen die Leute eine allgemeine Einführung, was es hier überhaupt, was hier passiert und welche Arbeitsstellen es gibt. Das reicht ja von Reinigung über Sekretariat bis hin eben zum Zerlegen. Mhm. Und dann gibt es Einzelgespräche, auch wenn es 80 sind. Und das heißt, also die können jetzt nicht stundenlang sein, die Gespräche, aber es gibt ein persönliches Gespräch, wo einmal von der Sozialarbeit her abgeklopft wird, wie fit ist jemand überhaupt, also sowohl mental als auch körperlich, um hier arbeiten zu können, wo würde es eventuell passen, wo brauchen wir Leute, mit welchen Fähigkeiten. Und ja, da gibt es schon mal den ersten Kontakt auch mit dieser Seite in der DRZ. Ja. Und wenn jemand dann fix bei uns ist, also fix immer begrenzt auf 6 Monate, dann gibt es laufende Betreuung, also ein Erstgespräch, ein längeres mit Sozialarbeit. Und wenn jemand dann schon ein paar Monate da ist, wo man vielleicht auch also eben solche neuen Perspektiven entwickelt hat, dann geht es um den Kontakt zu den Outplacement-Leuten. Das ist eine Kollegin und ein Kollege, die sich um Firmenkontakte kümmern und die sozusagen versuchen, den perfekten Match herzustellen. Also für eine Firma, die was sucht, genau die richtige Person im Auge zu haben, nachdem wir die Leute ja bei der Arbeit und persönlich erfahren über auch, ne? einige Zeit kennenlernen, können wir dann auch also versuchen, die richtige Person für eine Stelle anzubieten und können Praktika, meistens so um eine Woche oder Arbeitskräfteüberlassung anbieten, was für die Firma attraktiv ist, weil sie zahlt dann viel weniger von dem Normalgehalt, das dort üblich ist oder Lohn und die Person bleibt weiter bei uns angestellt und betreut und das ist also ein Vorteil für die Firma, weil wenn Fragen, also auch rein sprachlicher Natur auftauchen, dann gibt es jemanden, mit dem man nochmal Rücksprache machen kann. Also haben Sie viele Leute auch mit migrantischen Hintergründen hier? Oder? Ich kann Ihnen keine fixe Zahl sagen, aber ich würde sagen zwischen 30% und 50%. Das ändert sich ja auch laufend. Wir bekommen jede Woche neue Leute. Und deswegen. Wie viel von diesen 80, die da kommen, können Sie dann annehmen hier? Wie viele bleiben davon hier? Wenig. Wenig, ne? Ja, also, weil das, kann, das geht ja gar nicht. 50 haben, aber, die hier 6 Monate arbeiten. Ja. Das kommt immer darauf an, wie viele gerade aufhören. Also im positivsten Fall hört jemand bei uns auf, weil er oder sie einen Job gefunden hat. Ja. Das ist der Freund, wenn es dann feiern wird. Ja. Wenn jemand aus anderen Gründen aufhört, wegen Umzug oder wegen, keine Ahnung, oder wegen Schmerzen, dann wird auch natürlich beiderseitig in einem Verständnis das Vertragsverhältnis beendet. Ja. Und das kann man aber nie absehen. Ja. Das gibt es auch. Also es bleiben nicht alle bis zu ihrem letzten Tag, weil es gibt auch verschiedenste Gründe, warum jemand früher aufhört. Deswegen kann man nie einfach so über den Daumen sagen, jede Woche oder jede zweite Woche fangen 10 Leute an oder fangen 2 Leute an, weil manchmal sind es eben 2 und manchmal sind es 14. Ja. Das ist ganz unterschiedlich. Aber von einem Bewerberinnentag bleiben also wenige übrig, weil es sehr schwierig ist, für die Stellen die genau passende Person zu finden, sogar bei uns. Also ich kann Ihnen sagen, es gibt ein paar Schlüsselstellen, die besonders schwer zu besetzen sind, das sind die Lkw-Fahrer, bei uns die Waage, das ist also Stoffbuchhaltung mit Waage, wo alles registriert wird, was reinkommt und rausgeht. Also das heißt, da sind wir gleich beim nächsten sehr interessanten Punkt, wie Sie bekommen das Material von den Containern oder von der Nein, das Material, also die Elektroaltgeräte, bekommen wir per Vertrag mit der MA 48, also der Abfallbehandlungsabteilung der Stadt Wien. Ja. Und da holen wir von, ich glaube, 13 Mistplätzen, von den Gesamtmistplätzen, die es in Wien gibt, teilweise Großgeräte, also Geräte, so Haushaltsgeräte wie Waschmaschine oder Geschirrspüler, Herde.
oder Kleingeräte. Also das ist vom Zahnbürstel bis zum Computer, Staubsauger, Drucker, alles, was halt kleiner ist als 50 cm. Ah ja, okay. Und diese Geräte machen insgesamt ca. 6 Tonnen pro Tag aus. 6 Tonnen pro Tag? Ja, die müssen, also die kommen einfach rein. Ja. Und die müssen auch wieder raus, weil wir haben ein sehr kleines Gelände für, für dieses Volumen. Ja. Und die Container, die Sie draußen gesehen haben, das sind die Trenncontainer für die recyclingfähigen Stoffe, die wieder rausgehen. Ah, okay. Also die sind, die stehen hier von der Firma, die unsere Partnerfirma ist, die uns diese Stoffe dann abkauft. Okay. Das sind halt dann Eisen, Aluminium, Mischschrott, wo sich nicht einmal für uns mit den geförderten Arbeitsplätzen auszahlt, noch weiter zu trennen. Ja. Das ist Kunststoff, das ist Glas, das ist Restmüll. Aha. Allerdings Restmüll, muss man sich vorstellen, ist von diesen 6 Tonnen immer nur 1,5%. So genau trennen wir, dass nur so wenig Restmüll da bleibt. Und, und wie viel Prozent davon ist Aluminium? Können Sie das ungefähr? Da müssten wir den Leiter fragen, weil der muss diese Auswertungen machen. Ah, ja. Aber den kann ich nachher kurz anrufen, den könnte man fragen. Und da ist es eben so, das wäre nett, das ist eben so, dass das Material wird hergebracht mit... Wir haben 2 LKWs und mit denen holen wir nach, das ist der fixe Wochenplan, großer LKW, kleiner LKW, die fahren nach dem relativ fixen Plan diese Mistplätze ab, weil dort warten ja auch schon die Mistplatzbetreuenden, dass so und so viele Gitterboxen oder Paletten mit Großgeräten abgeholt werden. Yeah. Das heißt, man kann nicht irgendwie fahren. Yeah. Wenn wo was Außertürliches ist, dann versucht man das zu lösen. Yeah. Dann muss man halt telefonieren und irgendwie ausmachen. Heute kam der LKW-Fahrer vom Großen zurück und sagt, es sind noch 10 Gitterboxen in Stadlau übergeblieben. Mhm. Naja, da muss man überlegen, ob morgen noch eine Fahrt möglich ist, außertourlich oder nicht, oder ob es der Kleine macht oder naja, irgend sowas. Und das kommt dann her und wird gewogen, getrennt und gewogen. Also da kommt diese ganze Ladung her. Ja. Dann wird zuerst gewogen, aha, weil wir eben auch melden müssen an die Kontrollstellen, also zum Beispiel ans Umweltministerium, was wir reinbekommen, also Elektroschrott, klein oder groß, von wo es kommt, wie viel es ist in Kilo, deswegen die Waage, und wohin es geht, also was wir intern damit machen. Und wir haben hier herunten 2 Unterabteilungen, eine für Großgeräte, eine für Kleingeräte. Also das sind eben Geschirrspüler, Waschmaschinen bei den Großen und alles andere bei den Kleinen. Ja. In Klammern muss ich dazu sagen, was wir nicht machen dürfen, also nicht zerlegen dürfen, sind Kühlschränke, Kühlgeräte im Allgemeinen, also auch so Klimageräte und Bildschirme. Die, weil die ganz bestimmte Techniken brauchen, weil da Schadstoffe drinnen sind, die, für die es eben Vorrichtungen braucht, die wir hier auf diesem geringen Platzangebot nicht aufbauen können. Ja, ja. Also ich kann Ihnen erzählen, wie eine Kühlschrankverarbeitungsanlage ausschaut, aber ich weiß nicht, ob Sie so viel Zeit haben. Nein, brauchen wir, glaube ich, nicht. Ja. Ich war schon ein paar Mal dort, das ist sehr spannend, aber die machen dann 1000 Kühlschränke am Tag. Ja. Ja, bitte. Ah, danke schön. Ja. Das sind getrennte Orte sozusagen. Das sind eigene, sagen wir, Fabriken, die halt das Gegenteil machen. Die erzeugen nicht, sondern sie machen kaputt. Ja. Machen aber kaputt unter also kontrollierten Bedingungen, sodass was schädlich ist für Gesundheit und für Umwelt, kontrolliert entnommen wird und vernichtet wird. Ja. Und das können wir hier eben nicht. Ja. Ja. Also wenn wir mal Kühlgeräte reinbekommen, dann werden die gesammelt und dann wieder an eine Firma übergeben, die das machen darf und mit Bildschirmen ebenso. Gut, und dann wird das gewogen und dann wird das erstmal getrennt. Genau, und dann dann kommt als nächster Schritt die Aufteilung in Groß- und Kleingeräte. Ja. Und bei den Kleingeräten geht es dann an die Selektion. Aha. Das sind die Leute, das ist ein ganz wichtiges Team, also bis zu 4 Leute haben wir dort, die jedes einzelne Gerät in die Hand nehmen müssen und beurteilen innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, ist das noch gut, ist es wert, geprüft und repariert zu werden zum Verkauf oder nicht. Ah. Die
gut sind, die hochwertig sind, kommen in spezielle Boxen und wandern dann mit dem Lastenlift hinauf in den zweiten Stock und dann werden sie dort weiter bearbeitet. Alles andere, das kommt ja ganz gemischt durcheinander. Ja. Das muss dann getrennt werden in Sorten von Geräten, also nur PCs, nur Drucker, nur Staubsauger und so weiter, nur Mikrowellen, nur Kleinzeugs, Klimbim, weil unsere Arbeitsstationen spezialisiert sind. Das ist dann eben so, dass rund um dieses kleine Team von 4 Leuten in der Selektion lauter solche Gitterkäfige sind, Gitterboxen, in die sie die Geräte sortiert hineinschlichten. Und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kommen dann mit der Ameise, also mit dem Hubwagen, das so laut ist, mit dem Wagel und holen sich diese Gitterboxen, die zu ihrer Arbeitsstation gehören. Dort werden die dann rein manuell zerlegt. Also es gibt als einzige Maschine einen Akkuschrauber. Alles andere sind manuell, also sind händische Werkzeuge. Und man braucht halt immer eine gewisse Einschulung auf jedem Arbeitsplatz, worauf muss man achten. Also was sind die Schadstoffe? Das ist der erste Schritt, die Schadstoffentfrachtung. Und dann, was sind die Wertstoffe? Und was braucht man nicht noch und noch und noch weiter zu legen bis zum letzten Schrauferl, weil es bringt nichts. Das sind dann eigentlich die drei Dinge, die man vermitteln muss, wenn jemand neu kommt. Wir lassen eigentlich meistens in Teams zusammenarbeiten, sodass solche, die neu kommen, von denen lernen, die schon länger da sind. Und dann müssen wir halt immer wieder durchgehen und Bescheid sagen, wenn was nicht ganz richtig ist. Und was ist Ihre Funktion hier? Ich bin eigentlich oben, aber ich bin überall. Also mein offizieller Titel sozusagen ist Qualitätsmanagement und Forschung und Entwicklung. Das heißt, im Grunde bin ich zuständig für externe Projekte. Also zum Beispiel haben wir ein großes Projekt gemacht in Ghana, wo wir auf dem großen Schrottplatz von Agobloschi mit der deutschen GIZ, also der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, einen Kurs aufgebaut haben für Lehrer, die dann den Schrottarbeitern beibringen, was ist schädlich, was ist wertvoll und wie zerlegt man es und so weiter. Also das war sehr spannend und da war ich halt viel im Ausland und jetzt bin ich eher im Inland und mit Corona gab es eine Rochade im Team und diverse Veränderungen und dann wurde ich gebraucht herunten in der Demontage und jetzt bin ich seit einem Dreivierteljahr in der Demontage. Also ich gehöre jetzt zum Team, das die Leute betreut, also Arbeitsanleiter eigentlich. Und der Kollege, der vorher da war, das ist ein neuer Kollege, der ist erst seit 1,5 Wochen da und der wächst gerade in die Aufgabe hinein. Und wenn er sich gut eingearbeitet hat, dann werde ich wieder mehr oben sitzen. Es sind ja andere Felder, also ich kann mir vorstellen, das ist auch interessant, weil man ja da viel mit den Leuten und dem Material. Das ist total super. Also man lernt irrsinnig viele viel. Unterschiedliche Menschen kennen. Ne? Ja. Das auch. Ja. Man lernt viel über den Umgang mit Menschen, mit Teams, weil es ist ja nicht nur so, dass es nur immer schunkelfreundlich ist. Also manchmal wird auch herumgeschrien und da muss man sofort hupfen und schauen, was ist da los. Ja. Und was man auch lernt, ist eben, wo sind die Fehlerquellen? Also in der Verarbeitung. Was immer heißt, das ist so ein Loop, also wo man das Feedback bekommt, irgendwas läuft falsch, was habe ich falsch gemacht in der Vermittlung, dass dann ein falsches Ergebnis rauskommt. Also da muss man halt immer dranbleiben und schauen, was kann man verbessern, wie kann man es verbessern. Also vorher sind wir gerade zusammengesessen und haben uns überlegt, nachdem der Mitarbeiter, der sich am besten auskennt bei den PCs, gekommen ist und sich beklagt hat, da sind schon wieder so viele Falschfehlwürfe. Und haben uns überlegt, wie können wir das den Leuten besser beibringen und in Erinnerung halten, dass sie es nicht gleich wieder vergessen, wie man es richtig macht. Ja. Also das ist halt ein laufender Prozess. Überlegt man sich immer wieder mal was anderes und versuchen wir wieder mit Bild, Text, Wort. Ja, ist interessant, weil es und 3D-Demonstrationsobjekt natürlich am besten. Also das ist wichtig. Ja, wie ist die Vermittlung, dass es auch in dem Sinne landet, dass es umgesetzt wird. Genau. Ne? Ja.
Und das wird jetzt dann im Laufe des Jahres und in Zukunft mehr mein Aufgabenbereich sein, also Schulungsunterlagen zu erstellen, eben weil ich viel Einblick habe in alle Abteilungen. Das heißt also, ich mache jetzt schon die Einführungseinschulung für alle Mitarbeiter, die neu kommen, und stelle ihnen den Betrieb vor, damit sie mal ein bisschen mehr mitkriegen, was tun wir hier eigentlich. Und nicht nur immer so dieser ganz schmale Ausschnitt ihrer eigenen Abteilungen, die sie dann bekommen. Und die Sicherheitsaspekte, weil das ist Pflicht, aus Arbeitgeberfürsorge heraus, also muss ich ja schauen, dass die Leute wissen, wo sie hinrennen müssen, wenn es brennt. Und so Sachen wie eben die richtigen Schuhe anziehen und die Handschuhe anziehen, nochmal erklären, warum, dass das keine Schikane ist, weil im Sommer ist es kein Spaß, aber das ist halt notwendig. Es gibt so auch, sagen wir im Schnitt, einmal in der Woche eine kleinere Verletzung, zum Glück so wenig. Also wir haben ein Spital gleich in der Nähe, fußläufig. Das ist gut, aber zum Glück brauchen wir es nicht oft. Ja, ich finde das auch sehr spannend, weil in diesem Bridge Dance, wie heißt das, diese choreografische Assemblage, also bin ich sehr interessiert an so reparativen Praktiken auch. Und also jetzt im ökologischen Sinn, dass man Kulturpraktiken oder Handlungspraktiken entwickelt, die was mit Vorsorge zu tun haben oder Fürsorge. Und wir haben im Vorfeld, haben wir da kurz drüber gesprochen, also dass das Recycling und diese Demontage so wie ein Segment von diesen reparativen Praktiken ist und dass das aber, soweit ich das jetzt verstanden habe, und das wäre nochmal eine Frage an Sie, auch ja, also ein sehr schönes Projekt ist in dem Sinn auch, dass es einerseits vom Stofflichen her dieses Recycling und das Wiederverwertung von der Produktion her und dann aber natürlich auch der ökologische Faktor, wenn es ressourcenschonend ist und wenn diese Metalle ja alle problematisch oder fast alle problematisch sind in der Herstellung und im Abbau. Und dann aber andererseits dann jetzt auch noch für die Menschen, die hier arbeiten oder also da auch nochmal, das ist die Frage, auch nochmal eine Möglichkeit haben, zusammenzuarbeiten oder neue Chance in ihrem Leben oder wo vielleicht eine Perspektive gegeben wird, wie weiter gearbeitet werden kann oder so, oder wie sich das Leben weiter gestaltet. Wir haben dafür den Slogan, wir geben Menschen und Dingen eine neue Chance. Weil genau das ist das wirklich Einzigartige an DRZ, weil es gibt ja viele sozialökonomische Betriebe, aber dass das Ökologische und das Soziale, Nachhaltige so ineinander verkettet sind, finde ich auch persönlich besonders schön. Deswegen arbeite ich auch sehr gern hier, weil wir eben jeden Tag wieder einen Grund haben, aufzustehen und herzukommen, weil wir sehen, dass es sich lohnt. Also dass Menschen, die ziemlich fertig hier reinkommen, auch sich dagegen sperren, schon wieder Maßnahme vom AMS. Nach Wochen oder manchmal nach Monaten, das ist unterschiedlich, aufblühen. Und ich meine, das klingt jetzt so nach Schönfärberei oder so, aber kann man wirklich immer wieder erleben, dass Menschen dann auf einmal wieder offener werden, mit anderen kommunizieren, sich drappeln, wenn sie obdachlos waren, irgendwie versuchen, zu einer Wohnung zu kommen, das soziale Netzwerk besser nutzen lernen und nicht mehr völlig hilflos sind und so. Dass Menschen wieder kommunizieren mit anderen im Sinne von einfach ein bisschen fröhlicher werden. Wir haben Leute, die reinkommen, die sind Trainees, die haben nur diese paar Stunden in der Woche. Die kommen manchmal eine Stunde Anfahrtsweg, haben dann nur 3 Stunden am Tag und kommen trotzdem gern und sagen, seitdem ich bei euch bin, da freut es mich wieder und jetzt komme ich mit denen und rede mit den Leuten und das ist alles so leibend. Und das ist eigentlich so die Grundstimmung meistens. Es gibt natürlich Ausreißer, kommt vor, dass jemand wirklich nicht mag, nicht kann und wie auch immer sich dann dagegen wehrt. Und dann wird es halt auch nicht klappen. Dann wird es nicht zu den 6 Monaten kommen wahrscheinlich. Aber das ist ja auch okay. Muss nicht für jeden passen.
Aber grundsätzlich haben wir eigentlich immer, obwohl die Arbeit gerade in der Demontage ziemlich hart ist, also es ist auch körperlich anstrengend, eine gute Stimmung also unter den Leuten. Das ist fein. Ja, also dieses eben, wir geben Dingen und Menschen eine neue Chance. Ne? Also ich kann mir auch vorstellen, dass man auch sich selbst erfährt in so einem größeren Zusammenhang, der jetzt nicht nur auf Profit und Ausbeutung ist, sondern wo es irgendwie darum geht, auf bestimmter Ebene eben eine Nachhaltigkeit zu erzeugen, ein ressourcenorientiertes Wirtschaften oder so. Wenn man das so sieht, dann haben wir zwei Dinge. Dann haben wir auch den Effekt, den gesellschaftlichen Effekt, dass wir ca. 200 Menschen im Jahr etwas von nachhaltigem Handeln in der Praxis, in ihrem Alltag mitgeben. Implementieren. Weil wir haben viele, die zwar wissen, dass man in Wien Müll trennen könnte, das aber einfach nicht schaffen. Ja. Kriegen sie nicht auf die Reihe. Ja. Und dann kriegen sie hier mit, dass man das schon schaffen kann. Ja. Ja. Und dann zum ersten Mal tun sie das dann auch. Und wenn mir jemand sowas erzählt, dann denke ich mir, ist wirklich was, das bringt was. Ja. Ja. Also jetzt über dieses reine Statistische hinaus, wie viele Menschen haben wir vermittelt. Ja. Und und das Zweite ist, dass wir den Einzelmenschen eben auch was mit auf den Weg geben, dass sie hier, das kommt auch oft als Rückmeldung, ich bin froh, dass ich wo arbeiten durfte, das Sinn macht. Ja, ja. Also wo eben so etwas getan wird, was ein sinnvoller Beitrag für die Gesellschaft ist. Ja, ja. Und das ist natürlich fein. Ja, absolut. Ja. Also die Leute wissen auch, weil ich es ihnen bei der Einschulung erzähle, dass wir ein Drittel unserer Kosten selbst erwirtschaften müssen. Das heißt, wir werden nicht einfach bequem ausfinanziert, sondern zwei Drittel werden vom AMS Wien eben von Jahr zu Jahr wieder zu beantragen, dann gestattet oder nicht. Aha. Zum Glück bis jetzt seit 2003. Aber dann ein Drittel müssen wir schauen, dass wir wirklich mit den Umsätzen so weit sind, dass wir uns weitererhalten können. Ja. Und ist das schwierig? Also weil wir sind jetzt auch im Zuge der Auseinandersetzung, wird das natürlich auch immer klarer, dass das jetzt natürlich ein Wirtschaftszweig ist auch. Ja. Und jetzt zum Beispiel mit dem Altwan Kanner und dem Gaugel, das funktioniert sehr schön und wir können uns dieses Aluminium holen. Cool. Ja, die gepressten Quader. Genau. Und also wir können uns die ausleihen. Mhm. Ja. Und das ist natürlich wie Kapital, was wir da uns ausborgen. Ne? Sicher. Also das wird in dem, das wusste ich schon abstrakt, aber das wird so viel konkreter jetzt in dieser Beschäftigung auch. Ne? Also dass das wirklich ein sozusagen ein Wirtschaftszweig ist, der sehr wesentlich ist in unserem Zusammenleben. Ne? Das wird diktiert von den Börsen. Ja, also genau. Da kenne ich mich gar nicht aus. Ja. Aber ich weiß es einfach, dass also der Kupferpreis, der Eisenpreis und so weiter, Aluminiumpreis, wird diktiert von den Börsen. Ja. Das heißt, wir können natürlich, es gibt immer eine Jahresplanung, also ein Soll, wie viel soll die Demontage erreichen an Verkäufen von Recyclingmaterialien, wie viel soll die Trash Design erreichen, wie viel soll die News erreichen. Ja. Und davon ist natürlich der größte Teil der Montage, weil hier auch der größte Teil des Materials verarbeitet wird. Ja. Nur es gibt immer Unwägbarkeiten, bei Corona zum Beispiel. Ja. Also vor einem Jahr wurden uns alle Trainees nach Hause geschickt. Ja. Ja. Die dürfen laut Definition des AMS gar nicht zum Erfolg des Geschäftes oder so ähnlich ist die Formulierung beitragen. Aber natürlich tun sie das bei uns. Weil die sind manchmal besser, sage ich jetzt mal, also in unserem Zusammenhang, funktionieren besser als manche, die eine andere Einstufung haben, eine höhere. Das ist manchmal schwer nachvollziehbar, wie diese Beraterin, der Berater das eingestuft hat. Aha. Das heißt, dass wir damals unter Volldruck mit viel weniger Leuten mehr Material bearbeiten mussten, weil alle anderen Bürgerinnen und Bürger haben plötzlich angefangen auszumisten. Das haben wir unmittelbar gespürt. Dann gibt es Zeiten, da ist Flaute.
versetzt nach Weihnachten ist Hochbetrieb. Ja, ja. Das, ich meine, das sind so Erfahrungswerte, die muss man irgendwie ein bisschen einbauen. Ja. Aber es ist halt schon auch ein Spagat, weil man einerseits planen soll, erfüllen soll und auf der anderen Seite ja nie weiß, welche Leute kriege ich, wie gut, wie schnell werden die einen PC, einen Staubsauger zerlegen und so weiter. Ja. Und wie viel kommt rein? Ja. Weiß ich auch nicht. Ja. Das heißt also, es ist also der Leiter der Demontage, der Günther Dungel, der das seit 11 Jahren jetzt macht und heuer in Pension geht, der hat da natürlich eine wahnsinnige Erfahrung angesammelt. Ja. Und die muss er jetzt diesen Kollegen weitergeben.